Hellas, Freunde, und willkommen zurück zu The Walking Dead, dem laufenden Vater. Verstehst du? Walking Dead, weil die Aussprache genauso klingt. Ach komm, den Witz hast du selber gemacht in den Kommentaren. Zumindest einer von euch, den habe ich schon öfter mal gelesen. Und ja, im letzten Part haben wir die ehrenvolle Aufgabe bekommen, Leute auszusuchen, die die letzten Nahrungsmittel bekommen werden. Und ich habe mich natürlich an meinen Schreibtisch gesetzt und alles auf diesen Zettel hier tabellarisch aufgelistet, Vor- und Nachteile notiert und bin zu dem Entschluss gekommen, dass zuallererst Lee etwas zu essen bekommt. Lee, wer... Ach, das sind ja wir! Lee, das sind wir! Was für ein Zufall, dass wir was zu essen bekommen. Das ist ja cool. Gut, also bekommen wir schon mal das größte Stück, habe ich aufgeschrieben. Okay, lassen wir uns überraschen. Zur Not nimmt zwei. Mir reicht eins. Und dann kommt eine Zeit lang irgendwie nichts. Ein Stein! Ein Stein könnte auch noch was bekommen. Gibt's ja Steine? Ich glaube nicht. Und die haben auch keinen Magen, oder? Und geschweige denn einen Mund. Wie sollen die denn essen? Da habe ich in Klammern geschrieben, dass Lee was bekommen könnte. Okay, dann bekommen wir schon zwei Sachen, Lee. So, dann ist hier nichts. Auf dieser Seite ist auch nichts. Ah, hier habe ich einen Schmetterling gemalt. Ah, der sieht knuffig aus. Dann habe ich noch mehr Schmetterlinge gemalt. Oh, ich glaube, ich habe dann... bin eingeschlafen oder wurde von Grizzlybären angegriffen. Das passiert in Bremen öfter mal. So, das ist aber jetzt auch scheißegal. Oh nein! 1338. Eine Minute zu spät. Das heißt, dieser Part wird schrecklich. So, shit happens. Yes, my friend, shit happens. Gut, dann kümmern wir uns jetzt spontan um die Versorgung. Was haben wir hier? Also wir haben da irgendwie so Bullenpisse. Waschlappen, noch ein Waschlappen. Ein Apple, wahrscheinlich so ein Mac zum Essen und eine Axt. Sehr nahrhaftes Essen. Okay, Süße. Du hast schon genug gegessen, denke ich mal. Aber dein Hintern könnte noch breiter werden. Ich stehe auf breite Hintern. Jeder, der Drawn Together gesehen hat, ist ein bisschen narzisstisch, aber... rassistisch, narzisstisch. Hey, was hast du zu sagen? Ist er wieder okay? Ich weiß nicht. Kannst du mir eine Hand real quick? Was, eine Hand real quick? Sir, what do you need? Ja, was brauchst du? Komm. What do you need? Just apply some pressure here while I try to close this up. Okay. You know, I thought I was starting to get used to this, sewing up people's injuries. But I mean, cuts and bruises are one thing, but Lee, this man has no leg. I did the right thing. It's what your husband wanted. It's what your husband wanted. Ja, ich wollte es nicht. Figures. I love that man to death, but I swear sometimes he's dumber than a bag of ham. Auf jeden Fall. Well, you've done all you can, Lee. Thanks for the help. Ach, kein Ding. Go ahead and check in on the others. I need a little space here anyway. Okay, gut. Das heißt, du hast keinen Hunger. Also deinen Magen knurren? Höre ich nicht. Tja, Pech gehabt. So, was gibt's hier? Möchtest du was zu essen? Nein. Ach, guck mal, Kinder, die groß und stark werden müssen. Die könnten wir aber auch brutzeln. Vor allen Dingen den Jungen. Ja, Doc. Dich werde ich doch vernaschen. Okay, ich hoffe, kein Polizeibeamter schaut meine Let's Plays, weil sonst werde ich im nächsten Part im Knast sitzen und aufnehmen. Oh, eine Katze! Die können ja mithalten mit meinen Schmetterlingen. Okay. Where's your hat? Nicht ganz alt. I don't know. Can you help me find it? Wenn du dafür nichts zu essen willst, okay. Okay, Clementine, ich kann dir einfach nicht Nein sagen. I had it a couple days ago. Okay. I promise. If I find it, I'll let you know. Thank you. Okay, Clem. I've got to take care of some things. Why don't you go back to playing with Duck for? Genau, und ich suche jetzt dein Mützchen. Moment, wo könnte sie denn die Mütze vergessen haben? Ach, Clementine, hattest du nicht die letzten Tage ziemlichen Durchfall von irgendeiner Krankheit oder so, meintest du? Ziemlichen Durchfall. Oh, sollte ich das nicht erwähnen vor deinen Freunden hier? Clementine hatte Durchfall und das ist ja angenehm, wenn ich darüber rede. Die hat getropft wie ein Wasserfall. Aber nur aus einer anderen Öffnung, das war ziemlich eklig. Und das Lustige war, einmal hatten wir kein Klopapier. Da musste ich ihr die Mütze... Die Mütze! Die ist bestimmt auch Toilette. Ich habe sie doch gegeben zum Abwischen. Oh, das ist dir unangenehm. Dann gehe ich jetzt mal. So, was ist das denn hier? Kann ich das klauen? Kenny schaut mir zu. Kenny, hast du Hunger? Bock auf ein Bier oder sowas? Also Clementine gebe ich nichts mehr, weil sonst artet es wieder eine Durchfallorgie aus. Ich gebe dir, Kenny, was? Want something to eat? Ja. Der hat einen Schnurrbart, ne? Aber der sieht nicht so aus, als ob er was zu essen haben möchte. Aber der hat einen verdammten Schnurrbart.
Nichts zu essen. Schnurrbart. Nichts. Ah, er sabbert schon ein bisschen. Er will meinen Käse haben. Er will meinen Käse haben. Here, Kenny. Take this. Weil ich dich liebe, Kenny. How about my boy? He eat yet? No. Come talk to me once my boy is taken care of. Dein Jung. Dark oder was? Gut, dem schiebe ich jetzt Essen hinein. Aber ich sag nicht wo. Oder wie. Hey, Duck. Bock. Was zu essen oder so? Hier. Hey, Duck. How about a little food? Aber nimm nicht alles. Hier ein Marquise. Du siehst aus wie eine Ratte. Yeah. Oh man, I'm so Duck and his family hungry. Are priested. Okay. Gut, Clementine. Kannst ruhig ein bisschen zugucken und sabbern, das erlaube ich dir. Ein kleines Händchen. Da ist ein Ball. At least the kids have something to keep them occupied. Was? Ja, gut. Können wir laufen? Sie hat ihre Mütze also verloren. Moment, wo könnte diese Mütze denn sein? Kann ich hier noch weiter nach links? Kann ich nicht. Kann ich sonst irgendwo hin? Ich rede mal mit Duck. Kenny. Ich verwechsel mich. Sie sieht alle gleich aus. Getting out that you want to leave the motor in. That ain't no secret, Lee. It's probably our best bet. I'm not sure that's the best idea. Uh-huh. You gave Glenn your blessing when he left. Just asking you respect my choice as well. Okay. Yeah, but he was leaving to find his friends. Your family's right here. Well, here isn't doing us any good. You should think about coming with us, you and Clem. The coast does sound like a smart idea, my friend. Das klingt ziemlich klug, Kenny. Ja, wie du guckst, du denkst, das war schon eine gute Idee. Ich hoffe, das stimmt mir zu, denn ich habe einen Schnurrbart und deswegen sage ich ja. The coast does sound like a smart idea. Maybe that is the best thing. I know that it is. I'm taking my family. You told Kenny having for the coast was a good idea. Boah, pff, klang ziemlich gut. Ja, gut. Dann, komm, gut, Clementine, aber weh, du lässt es sofort wieder raus, das Essen. So, komm her. Ja, hey, guck nicht so. You need something to eat. Dir würde... Cracker and Cheese? Aber den habe ich doch schon Duck gegeben. Du bekommst Clementine Apfel, alles das gleiche, du bekommst hier einen Apfel. Nimm und essen. I love apples. Thank you. Are there more? No, honey. Oh, du bist ja richtig gierig. Oh. Enjoy it. You deserve it. Gut, dann haben wir dir jetzt auch was zu essen gegeben. Wo sind denn die anderen 10 Personen? Hier soll es doch 10 Personen geben. Hey, du. Was machst du da? Hey, da. Oh, Idiot. What's up, Lee? Hey, yo. Want some food? What are you working on? Think Katya can save that guy? Was machst du da gerade, Mann? What are you working on, Doug? I've worked up a little warning system for outside. Ah, das ist some string and some... Aber das ist doch nur ein Faden und eine Glocke, du Idiot. Wie soll das denn funktionieren? No, it's a lot of string, wired to several bells, strategically placed to let us know when the walkers are coming, where they're coming from, and how long till they get here. Das klingt wirklich gut, Bob. Da grinst er. Bob, erzähl mir mehr. Denkst du, dass Katya ihn retten kann, den Typen, Bob? Think Katya can save that guy? Maybe. I mean, I know about computers, but that doesn't mean I can fix a calculator. Mm-hmm. You probably could fix a calculator. Mm-hmm. Well, yeah. Good point. Okay. Das geht mir eindeutig zu... Also, das wird mir zu intim hier, das Gespräch. Tut mir leid, Take aber... Easy, Doug. You too, Lee. Hau rein, Mädel. Kann ich mit dem Typen reden da? Nee. Glaub nicht. Komisch. Wo sind denn jetzt alle? Ich will irgendwie... Hä? Mit dem habe ich noch nicht geredet. Hey, is my friend gonna make it? I don't know, but Kaja will do her best. I promise. I can't believe you chopped off his leg. There was no other way. Willst du essen? Weil ich habe keine Lust, mit dir irgendwie ein Gespräch zu führen. Tiefgründiges, ich will dich jetzt einfach mit Essen nur lassen und du kriegst ein Piece of Jerky. If your camp got raided, probably means you haven't eaten in a while. Yep. I am really hungry. Ah. Thanks. Schön. Wir haben auch noch genug Staub. Möchtest du Staub? Staub? Keep the last piece of food for yourself. Save the last piece of food for someone else.
Ich werde natürlich das Essen für jemand anderes aussparen. Was ist los, Lee? Was hast du da gerade gemacht? Hast du dich meine Auswahl widersetzt? Ups. Not such an easy job, is it? Ach, geht so. Oh. I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Lee. Kenny, I know I ran out of food before. Hey, it was a tough choice. But you took care of the kids. That's what a real man does. Yeah, I'm a real man. I'm serious about that offer to come with us. You've more than earned a ride on the RV with me. Still, I guess some people aren't going to be happy with your choices. You're out! What happened to my food? Oh, jetzt kommt die Zicke her. There's none left. You keep treating people like this, and your days in this group are numbered. You're one to talk, old man. Yeah? Well, I don't see you working on that wall. Alter, gleich kommt's zu der Bitchfight. Ich kann mich sonst nicht zurückhalten. Ich halte mich nicht zurück. Ich werde gleich loslegen und ihn die Augen auskratzen. So, kann ich jetzt im RV losfahren. Aber ich würde jetzt gerne einen Schnitt machen und wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder. Und ich bin gespannt, ob es zur Bitchfight kommt. Bis demnächst.